Guten Tag zu Ich will kochen. Das ist die Chrissy. Ich bin der Christoph und wir machen heute leckere, gefüllte Crepes. Dafür brauchen wir erstmal den Crepe-Teig. Aber keine Süßen. Keine Süßen, genau. Und zwar füllen wir die mit Hackfleischsoße oder Bolognese genannt und gratinieren die dann schön in der Auflaufform im Backofen mit Parmesan. Dafür brauchen wir ein Ei, das du jetzt noch nicht aufschlägst. Da gibt es nämlich einen kleinen Trick, wie das Ganze nicht klumpt. So, wir brauchen eine Tasse Mehl. Ja, so. Mhm. Gerade rein. Dass ihr ungefähr wisst, wie das Mischverhältnis ist. Eine Tasse Milch. Also 1:1. Kommt rein. Das Ganze muss umgerührt werden. Dann kommt da noch ein bisschen Muskat drin. Kräftig rühren. Salz. Ne, das ist Tomatenmark, das brauchen wir nicht. Kleines bisschen Cayenne. Dann haben wir hier noch geschnittene Petersilie. Die machen wir gerade noch mit rein. Und ein bisschen geschnittenen Basilikum. Du kannst in der Zeit jetzt dein Ei reingeben. Das ist nämlich der Trick. Erst Flüssigkeit und Mehl verrühren und danach das Ei rein, dann klumpt es nicht. Sehr gut, Didi. So, also die kommen schnell mal gerade klein. Lassen wir in Streifen, sieht ganz gut aus so. Gerade mit rein. Und eine Prise weißen Pfeffer machen wir auch noch rein. So, 2 Prisen. Und dann kannst du schon losgehen. Die Pfanne ist schon mal heiß. Gut. Da kommt jetzt gerade ein bisschen Öl rein. Ja, ich mache es gerne mit dem Pinsel, also das Öl da reingeben. Lass es jetzt kurz heiß werden. Und dann machen wir mal ein. Warten. Dann machen wir eine Kelle vom Teig mal rein. Ja, die ist ein bisschen klein. 2. Das werden wahrscheinlich 3 Kellen. So. Entweder man dreht die Pfanne oder man nimmt sich einen Löffel. Geht beides. Ja, wichtig ist halt, dass die nicht so dick werden. Das ist doof, Beete zu machen, weil dann verbrennt sich der andere. Es sei denn, du willst das. Wahrscheinlich schon. Merken Sie was? Ja. Aber dein Teig ist jetzt schon zu dick, weil du nämlich getrödelt hast. Wieso mein Teig? Weil du den brätst. Siehst du? Das ist eine Arbeitsteilung. Schneebesen brauchen wir nicht mehr. So, dann können wir den auch schon drehen. Ordentlich Farbe muss er nicht haben. Willst du? Ja. Dann mach das. Jawohl. Mal Küchen-Crab. Genau. Willst du es auf dem Brett? Nee, hier nehmen. Okay. Legen wir jetzt auf den Crab, damit das Fett ein bisschen aufgesogen wird. Yippie. Und dann wird nach und nach Crab gebraten, solange bis der Teig leer ist. Okay, das reicht. Den kannst du drauf tun. Super. So, die Chrissy ist fertig mit dem Braten. Dann geht es jetzt weiter. Dafür brauchen wir Klarsichtfolie. Bereite ich dir gerade mal vor. So, die packen wir uns hier hin. So, dann haben wir hier Bechamel. Bechamel. Wie die gemacht wird, seht ihr bei uns im Channel. Wo sonst? Dann brauchen wir Hackfleischsoße als Füllung. Auch bei uns zu sehen. Bolognese. Und dann kann die Chrissy schon mal anfangen. Nimmt sie sich gerade einen Crepe, legt ihn auf die Folie, mittig drauf. Wie rum, Christoph, willst du das? Das ist aus dir überlassen. Ah, dann mach ich's so. Pack's einfach drauf, genau. Ja. So, dann gerade. Ja, erstes. Jawohl. Okay, soll ich mit der Palette verstreichen? Jawohl.
In der Zeit reibe ich schon mal ein bisschen Parmesan. Die Bechamelsoße ist jetzt unser Kleber, damit das Ganze auch schön hält. Kleister. Genau. Super. Ja, geht's das? Jawohl, aber die Hackfleischsoße von hier beginnt bis hier. Mhm. Mach einfach drauf und dann kannst du noch mit dem Löffel verstreichen. Gut, das reicht schon. Nicht zu viel, sonst geht es uns nämlich kaputt. Und nicht so weit an den Rand, nicht ganz so weit, weil sonst fällt uns alles wieder raus. Mhm. So. Ja, warte mal. Ein bisschen können wir noch nehmen. Komm, ich lasse dich rüber. Jawohl. So, dann nehmen wir den Parmesan. Streuen den gerade noch so mit drauf. So ein bisschen. Beige. Und dann wird das Ganze gerollt. Nehme ich mir die Ecke, drücke sie ein bisschen an. Und dann nehme ich mir die Klarsichtfolie zur Hilfe und rolle das Ganze. Gucken, dass das immer ein bisschen angedrückt ist. So, jetzt sieht man schön, dass die Hackfleischsoße sich ein bisschen nach vorne drückt. Deswegen haben wir Platz hier lassen. Und zum Schluss brauchen wir nur den Kleister, damit das Ganze auch zu ist. So, zu ist er. Jetzt drehen wir gerade zurück und drehen die Klarsichtfolie ran. Rollen das jetzt zu wie einen Bonbon. So. So, dann nehmen wir uns Alufolie, damit das noch Stabilität kriegt. Und rollen es jetzt fest ein. So, jetzt wird es richtig prall. So, und das muss jetzt für mindestens 4 Stunden in den Kühlschrank, damit es schön auskühlt. Dann ist es schön fest und dann können wir das schneiden. Wunderbar, schön kompakt. Wackelt nicht mehr hin und her. Jetzt nehmen wir uns am besten das Sägemesser und schneiden uns so, ja, so 3 cm dicke Dinger. Die Chrissy kann ein bisschen Parmesan reiben, am besten hier aufs Brett und dann streuen wir das noch drüber. So, dann nehmen wir uns ein bisschen Bolognese noch, machen das unten in eine Auflaufform rein. Du kannst ruhig ein bisschen mehr machen. So. Da stellen wir jetzt die Dinger drauf. Mhm. So, und jetzt kommt das Ganze nochmal für ja, 12 bis 15 Minuten in den Ofen. Wird nochmal gratiniert, bis es heiß ist. Bis es warm ist? Ja, das sollte reichen. Wenn der Ofen vorher heizt, ist auf 180 Grad, sollten 15 Minuten ausreichen. Die Portion runter, so, einen nehmen wir noch, lecker, oh, heiß. Das so, gerade noch ein bisschen Basilikum, so, und das war's. So wunderbar. Schnell geht super essen, wie schmeckt ihr sagt, super lecker. Schmeckt super lecker, ja. Und wie ihr sagt, das ist halt gut vorzubereiten, ne? Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal, sagen die Chrissy und der Christoph. Ciao. Ciao.